Bundesrichter, wir sehen schon Licht am Tunnel. Wir sind schon fast durch mit den unselbstständigen Vertretungspersonen im Handelsrecht. Aber wie endet jetzt das Leben eines Handlungsbevollmächtigten? Ich gebe Ihnen mal drei Beispiele und es ist ein bisschen anders als bei Prokura. Auf geht's. Ja, eine Handlungsvollmacht ist ja nicht eingetragen im Handelsregister. Das heißt, das Ganze mit Löschen im Handelsregister und solche Sachen haben wir ja alles nicht. Sie erlischt dadurch entweder durch Widerruf, du bist ab heute nicht mehr Handelsbevollmächtigter, oder du machst das jetzt nicht mehr, du bist nicht mehr dafür befugt, das und das zu machen, oder mit Ende des Geschäftsbetriebes, beziehungsweise genau, mit Ende des Geschäftsbetriebes oder mit Auflösung des Arbeitsverhältnisses, also sozusagen, wenn die Grundlage komplett weg ist, Geschäftsbetrieb ist nicht mehr da oder das Arbeitsverhältnis ist nicht mehr da. Oder beim Tod des Inhabers eines Einzelunternehmers, wie sieht es denn damit aus, wenn der Inhaber weg ist? Da erlischt die Handlungsvollmacht nicht, wenn sie wesentlicher Bestandteil des Arbeitsvertrages ist. Denn das ist ja gerade Sinn und Zweck einer Vertretungsmacht, dass man sagt, über den Tag X hinaus sollst du noch weiterhin das auch machen können, damit ich dann dort nämlich dich habe. Also wenn zum Beispiel der Inhaber tot ist und die Erben noch nicht angetreten sind, das noch gar nicht wissen und so. Also man muss hier drei Beispiele unterscheiden. Einerseits können Sie ihm sagen, du bist jetzt nicht mehr dort, darfst du nicht mehr der Vertreter sein, hast den Auftrag nicht mehr. Der Geschäftsbetrieb ist völlig weg und dazu gehört auch die Fallgruppe, dass das Arbeitsverhältnis aufgelöst ist. Er ist also raus aus dem Unternehmen. Und das dritte ist die Fallgruppe, das dritte Beispiel beim verstorbenen Inhaber eines Einzelunternehmens. Da erlischt es dann die Handlungsvollmacht. Es grundsätzlich nicht, weil dafür ist sie ja gerade gemacht worden, wenn sie nicht wesentlicher Bestandteil des Arbeitsvertrages ist. Jetzt muss man ganz kurz gucken, wie das zu verstehen ist. Was habe ich hier geschrieben? Beim Tod des Inhabers einer. Nicht, wenn sie wesentliche Bestandteile des Arbeitsvertrags. Genau, also wenn das sozusagen etwas ganz Wichtiges war, was sie gerade wollten. Ne? Gut, Dankeschön. Und damit nochmal ganz kurz zusammenfassen, Professor Richter. Können Sie uns in einer Minute sagen, was die Handlungsvollmacht so wirklich ist und was nicht? Das schauen wir uns im nächsten Video an.